Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Baba und ich habe hier ein paar Eier liegen. Warum wohl? Ja, es ist mal wieder soweit. Also alle Jahre in Deutschland gibt es immer mal wieder Lebensmittelskandale. Ne? Sei es Frostschutzmittel in Wein, Gammelfleisch, aber gerade eben so die Eier. Also da trifft es wirklich sehr oft, also sehr oft sage ich schon, ne? da haben wir sehr häufig, ne, dass es wirklich dort zu Problemen führt. Zum Beispiel das Dioxin in Eiern. 2006 Nikotin in Eiern. So, und jetzt haben wir das Fipronil in Eiern. Ja, da wären wir doch alle froh. Haben wir genug Chemie in uns drin. So, und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum wir alle so krank werden. So, und jetzt ist der Skandal halt eben so weit ausgeweitet. Gestern war es nur in Niederlanden und ein Betrieb in Deutschland. Jetzt mittlerweile sind es schon richtig viele Betriebe in Deutschland. Es ist, ja, das Fipronil, ne? Es wurde in ein Desinfektionsmittel gefunden, was hier die Hühnerhalter verwenden. So, in den Eiern. Was ist mit dem Fleisch? Was ist mit dem Fleisch? Glaubt ihr nicht, dass es dort nicht verwendet wird? Zur Reinigung der Käfige des Bodens? Kann doch gut möglich sein, da wo die Hühner leben. Das kann doch genauso passieren. So, wenn die Eier schon desinfiziert sind, dann ist das Fleisch nämlich auch desinfiziert. Also, meine Meinung und meine Warnung an euch alle, haltet euch auch erstmal vom Fleisch fern. Vorerst. Auch von Mayonnaisen, die irgendwo hergestellt werden aus irgendwelchen Produkten, also aus, klar, Mayonnaise-Eiern, ne? Haltet euch davon fern. Ich wollte jetzt eigentlich heute einen Schaschlik veröffentlichen, oder morgen, und mit Mayonnaise. Nein, das werde ich jetzt noch nicht machen. Aber doch, ich kann es machen, wir halten uns eigene Hühner und die sind auf jeden Fall frei von Fipronil. Das sind Bio-Hühner und da können wir es ruhig machen. Also auf jeden Fall, das ist wirklich eine Warnung an alle Leute, unterschätzt das nicht. Das Fipronil, ne, das darf gar nicht bei lebensmittelliefernden Tieren eingesetzt werden. Das kam jetzt durch das Desinfektionsmittel, kam das da irgendwie rein. Die Bauern selber, den trifft es nicht, die wissen es wahrscheinlich gar nicht. Das steht auch so auf dem Desinfektionsmittel nicht drauf. Die können es auch gar nicht wissen. Das Mittel wird wahrscheinlich billig gewesen sein und da werden es alle gekauft haben. Das Mittel wird auch als Pflanzenschutz benutzt. Ne? In der Europäischen Union gilt seit 2007 eine Zulassung von Fipronil als Pflanzenschutzmittel. Das heißt, es wird schon längst benutzt. Also die Zulassung wird am 31. Juli 2018 auslaufen, aber es ist doch schon irgendwo in unseren Lebensmitteln drin. In Belgien und Niederlanden ist es sogar zugelassen. Ne? Die erlaubte Tagesdosis beträgt dort so 0,0002. Ne? Ja, das Fipronil ist in Deutschland nicht generell als Pflanzenschutzmittel zugelassen. Seit 2009 hat das BfL jedoch die Ausnahmegenehmigung verteilt. Der Wirkstoff wird in Deutschland nach § 11 Pflanzenschutzgesetz bei Kartoffeln in den Balzpräparat Golden Bite gegen Drahtwürmer eingesetzt oder eingesetzt werden durfte. Ja, gegen Drahtwürmer bei Kartoffeln war ein Präparat in Österreich zugelassen. Mittlerweile gibt es dort keine Zulassung mehr. So, wenn sowas überhaupt erst zugelassen wird, ne, es ist ein Gift. Warum wird das überhaupt in unserer Lebensmittelindustrie oder halt eben auch bei der Saatgut, bei unserem Saatgut verwendet? Warum darf das verwendet werden? Gut, jetzt wird hier ein Hype um die Eier gemacht. Ich sage, das sind nicht nur die Eier, überhaupt die ganze Lebensmittel, weil durch Hitze geht das Fipronil nicht raus und wer weiß, wo es drin steckt. Wer weiß, wie lange wir es schon essen, bis es mal endlich nachgewiesen worden ist, dass da wirklich was drinsteckt. Das war wahrscheinlich ein Zufall, weil es wird ja auch nicht jedes Mal getestet, dass die Eier wirklich bei jeder Charge die Eier getestet werden. Was können wir jetzt als Verbraucher machen? Ich habe eine Packung Freilandeier. Die würde ich morgen auf jeden Fall zurückgeben. Die kommt von Aldi. Die sollten sie eigentlich ohne Probleme annehmen. Ne? Aber falls nicht, kommt es mit ins Video rein. Also das werde ich auf jeden Fall dokumentieren. Mein Tipp an euch alle, bitte esst keine Mayonnaise, keine Fertigmayonnaise, Eierprodukte raus und wartet das mal ab. Das ist ja nicht der erste Skandal. Dioxin, Nikotin, Fipronil, ist alles schön, alles gut für uns. So, aber ich kläre euch nochmal ganz schnell auf, was es nämlich mit der Kennzeichnung bedeutet und wo ihr es finden könnt, welche Eier verunreinigt sind. Das ist ja ein Desinfektionsmittel. Das könnt ihr auch bei anderen Tieren verwendet werden. Halt eben als Stallreinigung, Kühe, also Rinder, halt eben Schweine, ne, unsere Vogelvieh, was wir halt eben auch essen. Vielleicht sollte da auch mal getestet werden. Also ich sage, haltet die Finger erstmal davon, kauft es, na gut, kauft was ihr wollt. Ich kaufe es auf jeden Fall nicht, weil wenn gerade sowas umhergeht, das ist gefährlich. Das ist ein Gift. Das ist ein Gift und wer es freiwillig ist, bitteschön. So, lasst mich euch noch erzählen, was es sich mit dieser Kennzeichnung hier auf sich handelt, also auf sich hat. Und wie ihr erkennen könnt und wo ihr es auch halt eben sehen könnt im Internet, welche Betriebe gerade betroffen sind. Wie gesagt, gestern waren es nur einige in Niederlande und einer in Deutschland. Heute sind schon fast alle Bundesländer betroffen. Fast alle.
Niedersachsen noch nicht ganz, aber das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Das wird kommen. So, sehr geehrte Damen und Herren, lasst mich bei euch mal zeigen, woran ihr erkennen könnt, ob eure Eier sicher sind oder nicht. Also derzeit. Das ist die Kennzeichnungspflicht, die auf jeden Eiern vorhanden sein muss. Außer bei unseren eigenen Eiern. Ne? Das ist ein Ei von der Lotte. Das hat gar nichts. Braucht doch so nicht. Weil die wissen, was da hereinkommt. Und zwar keine Chemikalien. So, die Zahl, die steht für die Haltungsform. 0 bedeutet ökologische Erzeugung. 1 bedeutet Freilandhaltung. 2 Bodenhaltung. 3 Käfighaltung. Ich glaube, 3 wird sogar schon gar nicht mehr in Deutschland verkauft. Oder erst ganz selten. Ne? So, das zweite. Das ist halt eben die Herkunft. Hier DE kommt Ostdeutschland. Das heißt, wir haben hier ein deutsches Ei. 1506431. Das ist die Betriebsnummer. Das heißt, anhand der Betriebsnummer können wir feststellen, wo kommt das Ei genau her. Aus welchem Huhn können wir leider nicht feststellen, weil das Huhn hat kein Label hinterlassen. Ja, Deutschland. Hier könnte dann zum Beispiel auch stehen. Wenn da zum Beispiel NL steht, sofort Finger weg. Ganz schnell Finger weg. Und AT, BE, also für Belgien, da würde ich auch die Finger von lassen, DE, NL. Ne? Die Kennzeichnung 1, die Haltungsform, das zweite DE, also das zweite Zeichen ist für Herkunftsland und dann die Betriebsnummer, also die Stallnummer. Wo können wir das Ganze sehen? Wo können wir herausfinden, ist mein Ei verseucht? Das werde ich jetzt hier verlinken, das wird jetzt hier stehen und zwar findet ihr es unter Lebensmittelwarnung.de www.lebensmittelwarnung.de. Dort werdet ihr es finden. Dort findet ihr auch alle anderen Produkte, die halt eben davon betroffen sein könnten. Meine Warnung auch für Mayonnaise, meine Warnung Eierprodukte, weil das Zeug ist hitzebeständig, das geht nicht raus. Seht zu, dass ihr die Eier loswerdet, wenn sie verseucht sind. Andersrum, wenn ihr es euch traut und ja, wenn ihr es mal genießt, essen zu wollen, macht das. Also ich mache das nicht, ich bringe sie zurück. Gut, ich habe auch einen Vorteil, wir haben hier wirklich Biohühner und ja, die fliegen hier bei uns in den Bäumen rum, wie ihr es auch im letzten Video sehen konntet. Ne? Oder springen auf den Rücken drauf, sowas. Ne? Nein, im Ernst, mit Giften ist nicht zu spaßen, also das geht jetzt auch zu weit. Gerade bei Eiern, da wird viel Schabernack getrieben, wie gesagt, Nikotin, Dioxin und jetzt auch noch Fipronil. Morgenpapier, was anderes, BSE haben wir immer noch, nur wird darüber nicht mehr berichtet. Ne? Darf man nicht vergessen, es ist noch alles da. Schweineseuche, Gammelfleisch, alles schön. Bitte passt auch bei euch auf. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Also das nächste Video wird auf jeden Fall ein Schaschlik werden. Schaschlik mit Mayonnaise, das habe ich schon letzte Woche erprobt. Und ich mache meine eigene Mayonnaise, also die werde ich schon angerührt haben. Ich will ein kurzes Video machen, es ist mal wieder tierisch bullig heiß hier in der Küche. Ja, Leute, bleibt gesund, bleibt mir treu. Also vergesst nicht, bald geht das Gewinnspiel los, ab 1000 Abonnenten. Und dann bitte auf die www.wawakoch.de. Dort könnt ihr nämlich alle sehen. Ich habe auch schon die Preise mit hereingeschrieben. Zu gewinnen wird es geben Amazon-Gutscheine, 20 Euro, 25 Euro, 50 Euro, ich weiß gar nicht, oder 30 Euro. Auf jeden Fall, es wird 3 Gewinnspiele geben. Es fängt klein an und wird immer größer. Der Hauptgewinn ist mal bei 50 Euro. Also für 1000 Abonnenten, ich finde das schon relativ viel. Das ist ein hoher Einsatz. Und für euch. Für euch. Liebe Abonnenten, das ist für euch. Ihr müsst auf jeden Fall nur eine Frage beantworten, herausfinden und die kommt dann ab 1000 Abonnenten. Dazu mache ich aber noch ein extra Video. Könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall anschauen unter www.wawakoch.de. Und ja, ich habe schon jetzt angefangen, Gerätetests zu machen. Findet ihr auch unter www.wawakoch.de. Über meinen Liebherr, da werdet ihr alles zusammenfassend finden. Ich werde versuchen, die Artikel gut niederzuschreiben. Über meine Geräte, die ich halt eben auch benutze. Neff, Bosch, Liebherr. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, ich habe schon mal angefangen, ist es noch bei weitem nicht fertig. Ich muss das noch richtig ausarbeiten. Ich mache das zum ersten Mal. Ich möchte es aber so widerspiegeln, dass wirklich die Geräte auch richtig dargestellt werden. Also dass ich nicht, sie haben super Bewertungen und pipapo und das ist alles. Und technische Datenblatt. Ich will auch etwas zu den Geräten schreiben und ja, die positive und negative Seite des Geräts darzustellen. Das ist ja auch schon durch die Videos passiert. Gab es sehr viel Positives, aber auch einige Negatives. Aber ist halt eben so. Ist halt eben so. Aber egal, Leute, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund. Esst nicht so viele Eier. Ne? Hier bei uns in Deutschland sind Dioxin, Nikotin und Fipronil. Das ist Standard, ne? Sorry, Alter. Aber das reimt sich so gut. Okay. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Das ist zum 20. Mal und lasst es euch gut gehen. Euer Baba.